Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich stehe bereits ein bisschen in Position. Es ist schon wieder am Abend und ja, ich glaube, man sieht sofort, dass keine Facecam an ist. Außerdem. Und plötzlich schreit der andere PC mir einfach ins Ohr. Ja, ihr habt es, glaube ich, nicht gehört. Nee, könnt ihr ja gar nicht, weil das ja gar nicht über die eine Spur läuft. Wird eh nicht aufgenommen. Okay, ja, folgendes. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen sollen. Bin deswegen ein bisschen rumgeflogen, hab geguckt, was man so machen könnte. Und ich habe etwas Interessantes gefunden auf Vivan Island. Ja, es war mal Kano Island, es war mal Dead Island. Es ist im Moment, ist es tatsächlich. Ja, ich würde es Vivan Island nennen. Habe ich meinen Unsichtbarmacher dabei? Nein, natürlich nicht. Falsches Fluggerät. Ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Man sieht es, glaube ich, da ist ein Nest von einem Vivan. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das stehle. Vermutlich habe ich dann einfach ein Vivan-Ei. Oh, es ist einfach eins. So, ist da noch mehr drin? Nein. Fuck, weg hier. Ich glaube, der ist wütend. Haha, mein. Oh Gott, okay, ich habe eine Idee. Plan A ist zu fliehen. Plan C ist einfach unter Wasser zu gehen. Haha, krieg mich nicht. Scheiße, wa? Scheiß Cheater. Geht einfach unter Wasser, so ein Feigling. Oh, und plötzlich habe ich keinen. Jetzt ist er wieder da. Und links seht ihr mal meinen Paddle-Jumper-Buff. Der war gerade kurz weg. Ich weiß nicht, ob ich die Elektro-Vivans aushalte, weil ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keinen Torpor. Jagen die mich noch? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Guck, guck! Oh Gott. Die sind noch da. Habt ihr schon aufgegeben? So ein bisschen gucken, nicht, dass hier plötzlich ein paar Quallen auftauchen und mir mein Leben zur Hölle machen. Die suchen noch nach mir. Kuckuck! 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 Wenn wir ein Weibchen dabei haben? Mail? Okay. Ich hatte gerade ganz kurz das Problem gehabt, dass ich mich wieder verwirrt habe mit den Tasten. Und es ist ein Weibchen dabei. Level? Die sind nicht so hoch im Level. Die kriegen wir eigentlich tot. Wenn ich auch nur keinen Paddlejumper dabei hatte, verdammt. Ich muss mal. Ja, nein. Gift-Wivern Level 8. Das ist nicht gerade hoch. Ich möchte ganz gerne. Erstmal in die Sicherheit des Wassers gehen. Nicht, dass mir die blöden Wivans auf die. Eier gehen. So, Moment mal. Das muss dahin, das muss darüber, das sowieso. Irgendwas, was ich nicht verlieren möchte. Vielleicht irgendwie mein Schwert der unendlichen Macht. Zum Beispiel. Die Waffen, das sind mir relativ egal gerade. Es sind nicht so starke Tiere, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal gucken, weil ich überlege, ob wir nicht einfach eins davon töten. Ja, so scheiße bin ich. Ah! Erschreck mich doch nicht so, du scheiß Drecksvieh. Okay, ich glaube, das mit der Wirbelmilch, das mache ich, wenn der Marksman dabei ist. Oh Mann, hat der mich gerade verjagt. Verschwinde! Ich will nicht dein Freund werden. Ich bin schneller als du. Ich fliege mit Alien-Technologie und du bist nur ein scheiß. Du bist nicht mal ein Drache, du bist ein Wivern. Ein Lindwurm bist du. Ein Lindwurm, kleiner Kack-Lindwurm. Du hast nur die Macht, mich zu erschrecken. Der Paddle-Jumper kann übrigens betäubt werden, dann fliege ich hier raus. Das kann durchaus passieren. Ja, wir haben uns auf jeden Fall schon mal ein Wivern-Ei besorgt. Es ist weg. Nein, es ist eigentlich nur hier im Inventar drin. Es. Ach ja, genau, das ist ja die Taming, die Schlüpfbar und das da unten ist die Health. Ich muss zugeben. Ich habe gerade eigentlich so gut wie gar nichts geplant. Ich habe ein Ei gesehen und dachte mir, ich schnapp mir das einfach mal. Vielleicht können wir irgendwann mal irgendwas damit Tolles machen. Soweit ich weiß, kann man den nur mit Wivernmilch füttern, um ihn erwachsen werden zu lassen. Und dann haben wir einen Wivern. Also soweit ich weiß. Und vermutlich ist es auch einfach genau so. Dafür müssen wir halt entweder Weibchen betäuben oder den Alpha töten. Der Alpha gibt uns dann ganz, ganz viel. Und das Weibchen nur so 3 bis 5, glaube ich. Halt nicht so viel. Aber es funktioniert. Man kann ihn halt durchaus immer wieder betäuben, ein Weibchen.
Und dann eine Stunde später gibt es dann halt wieder neue. Ich jedenfalls gehe erstmal zu meiner Base und ich habe mir gedacht, wir tamen uns heute mal einen. Wenn ich einen finde, der im Levelbereich hoch genug ist, dann hole ich mir so ein. Schade, nur 36. Hä? Kommt ruhig mit rein. Schusspflanzen sind bereit. Ihr werdet einfach sterben. Danke. Ja, ein Alpha. Ich würde wieder Wirrwarr sagen. Nein, ich meinte irgendwas Fliegendes. Ich habe vergessen, wie das Vieh heißt. Argent Avis. Ein Wild. Ja, Geschlecht ist mir nicht egal. Einfach, wenn wir einen hochleveligen Avis finden, der Legendary ist, dann nehmen wir den mit. Ansonsten halt nicht. Aber ich möchte ganz gerne erstmal das Ei bereitlegen, denn das ist ehrlich gesagt gerade ein kleiner Triumph. Wir werden uns noch mehr holen. Neben dem Kinguin-Ei. Ja gut, Kinguin-Ei ist ein bisschen wertvoller, ich weiß, aber man kann eben nicht alles haben, nicht wahr? Gut, ein Wirrwarr. Nee, ich hänge gerade zu sehr auf dem Wirrwarrs fest. Da werde ich, wenn der Max mal wieder ein bisschen Zeit hat in seinem Leben, um Ark zu spielen mit mir zusammen, werden wir ein bisschen mit dem auf Wirrwarrjagd gehen und uns darum kümmern, dass wir halt sowas haben werden. Ich glaube, 59 sind schon mehr als genug. Ich würde aber ganz gerne, obwohl ich. Na, brauche ich alles gerade gar nicht. Das Gefährlichste, was uns gerade begegnen könnte im Schneebiom, ist eigentlich der Deathworm. Und ich bezweifle eigentlich, dass wir dem so bald begegnen. Ich möchte nur halt jetzt. Habe ich den Sattel noch irgendwo? Ich muss gucken, ob ich den Sattel noch irgendwo habe. Wir hatten einen Escended. Einen sehr, sehr guten Abyss-Sattel hatten wir. Der müsste eigentlich noch in Valentins Inventar drin stecken. Sobald ich Valentin finde, können wir nachgucken. Aber. Ich muss wirklich mal mit dem Sortieren anfangen. Namen für die Tiere. Oh fuck, ich habe nachgeguckt, aber ich habe mir keine aufgeschrieben. Mama morgen. Mama die Bronte. Den einen Bronto morgen. Wobei, es sind eigentlich sogar zwei Brontos, ne? Ja. Der kleine Bronto, das Kibbelmännchen. Und das dicke Weibchen. Die brauchen einen Namen. Habe ich noch irgendwie vergessen? Ne, das sind nur die beiden. Also, ihr habt nochmal die Chance, einfach Namen rauszuhauen, aber eigentlich stehen die Namen schon fest. Also, das für den Weibchen steht schon fest, weil die Folge mit dem Weibchen ist ja schon vergangen. Und, ja, eigentlich, wenn diese Folge hier erscheint, die heutige, dann wird auch das, wird der Brontor schon Namen. Die Namensvorschläge. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Die Namensvorschläge werden dann schon raus sein. Und dann werde ich mir halt für die morgige Folge das Ganze aufschreiben, zusammen mit dem. Warte, das Bronto-Männchen kriegt keinen Namen. Kriegt ihr eh erst nächste Folge Namen. Weil ich habe gesagt, es haben gar nicht alle die Chance, innerhalb von 24 Stunden einen Namen sich rauszusuchen. Also nur das Bronto-Weibchen. Ihr könnt allerdings, sobald wir das Tier, was wir getamen wollen, den Namen raushauen. Ich weiß nur noch gar nicht, ob es eben wirklich der Avis sein wird oder ob da vielleicht was ganz anderes sein wird, was wir uns tamen, weil, wie bereits mehrfach gemerkt, passieren halt Dinge gerne mal spontan. Zum Beispiel war das Wirrwarr-Ei gar nicht geplant und jetzt haben wir trotzdem eins. Daumen hoch auf jeden Fall dafür. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich muss mir unbedingt irgendwas einfallen lassen, was ich direkt im Anschluss sage, damit das nicht so awkward wirkt. Power Rangers, Marathon Dr. Twitch. Habe ich gut davon abgelenkt? Klar, habe ich gut davon abgelenkt. Ganz klar, die erste Staffel, die zweite Staffel, die dritte Staffel sind für mich kindheitsprägend halt. Mighty Morphin, Thunder Sword, ich glaube, die waren immer noch Mighty Morphin und Ninja. Und danach durfte ich das einfach nicht mehr gucken, weil ich meine Schwester mal verprügelt habe. Ich fand es immer großartig im Cluster, die Serie. Meine Mutter, meine Schwester nicht. Weil ich so als dreijähriger Pups, sagen wir 3 bis 6, einfach nicht differenzieren konnte zwischen Serie und Realität. Und ich das unbedingt nachmachen wollte. Klar, wer wollte kein Power Ranger sein? Power Rangers waren cool. Aus heutiger Sicht ist es einfach nur noch Trash. Ich meine, habt ihr euch mal mit einem gewissen Bewusstsein vom, dass so Richtung Erwachsensein geht, euch mal Power Rangers angeguckt? Wie scheiße das alles aussieht? Wie scheiße animiert? Alles und jeder explodiert in kleinen blöden Funken. Die Städte sehen einfach aus wie Pappe und Papier, wenn die Sorte kommt. Es ist einfach großartig, wie scheiße das einfach aussieht. Ich liebe es.
Ich gucke das die ganze Zeit nebenbei. Ich habe jetzt eigentlich den zweiten PC extra angemacht, um das nebenbei laufen zu lassen. Ja, muss ich vielleicht mal umschalten. Ja. Ne? Ne? Ja, ich habe gerade angehalten, weil ich umgeschaltet habe. Ich könnte jetzt eine Nacht sehr gut gebrauchen, um halt eins dieser Dinos hier zu finden. Ist irgendwer auf dem Server? Ich glaube nicht, ne? Okay, ich habe noch einen drin. Normalerweise schalte ich es mal so rein, aber jetzt nicht. Es ist keiner da. Ich könnte also eigentlich sogar Nacht machen, um eins zu finden. Vielleicht finden wir auch nur den nächsten Alpha Wolf. Was mir aufgefallen ist, Legendary meine ich. Was mir halt aufgefallen ist, die Legendaries, die spawnen halt ganz gerne mal nicht da, wo die anderen alle spawnen. Also größtenteils eigentlich, ja, es ist größtenteils die Abyss zumindest, die spawnen halt hier. Aber die Legendaries spawnen normalerweise einfach random irgendwo, was schon sehr seltsam ist. Weil wenn man zum Beispiel einen Frosch sucht, der könnte einfach überall sein. Der muss nicht zwingend im Sumpf sein. Das heißt, Legendaries, da muss man echt darauf achten, dass man einfach die Augen offen hält und guckt, wo welche sein könnten. Ich habe ja schon mal nachgeguckt wegen der Tameable Alpha Plus Mod, dass ich die mit reinhaue. Ich habe noch nicht weiter überprüft, wie das aufeinander funktioniert. Ich weiß halt, dass hier Alpha spawnen würden, weil ich habe da schon einen Alpha-Dingens gefunden. Wie heißt der nochmal? Tyrannodon. Und der ist halt aggressiv, auf jeden Fall. Die sind scheiße schnell und aggressiv. Das ist erstmal ganz alles in Ordnung. Ich meine, das sind bloß Abisse. Ich hänge schon wieder bei den Abissen jetzt fest. Eben bei den Wyverns, jetzt bei den Abissen. Ich bin jetzt aber bei den Tyrannodons. Die Tyrannodons sind dann auch aggressiv. Also ich schätze mal, alle Alphas sind einfach aggressiv. Punkt. Und das Problem, was ich bisher gesehen habe, ist, dass halt die Alphas, wenn die spawnen oder die Mod drin ist, dass halt die Legendaries nicht mehr spawnen können. Was halt schon ein bisschen doof ist. Ah, du bist auch nicht der Richtige. Wenn ich wenigstens einen normalen finden würde, dann wäre ich eigentlich schon ziemlich... Oh Gott, das ist da unten Karambolage ab. Dann wäre ich schon ziemlich... Jetzt sind sie alle tot. Das ging schnell. Ist da ein guter Wolf oder was ist los? Gegen eine Armada starker Wölfe habe ich eigentlich nichts dagegen. 32... 8, ja. So viel zur starken Wolf-Armee. Ah, da müssen wir... Nee, da müssen wir gar nicht rein. Wir haben das Artefakt schon durch, durch den Drake. Genau, der Drake, der war das. Hallo! Ich weiß, dass keiner von euch Legendary ist, aber ich fände es schon gut, wenn einer von euch mal 20 wäre. Dann würde ich euch einfach nehmen. Also mit... Oh! Okay, 112 Rex. Wie ich bereits schon mal erwähnte, Pläne ändern sich. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn zur Base bringen soll, weil es einfach mal 100.000 Jahre entfernt ist. Und durch das Wasser nur sehr ungern. Ich habe auch kein... Oder ich habe, glaube ich, das mega starke Gewehr dabei. Ne? Das wäre vielleicht ein bisschen overpowered. Könntest du mal bitte sterben? Du bist minimal im Weg. Und bitte sei kein Ziel für den Großen da. So. Soll ich den tanken? Der würde mich vermutlich einfach schubsen, ne? Ich mach's einfach so. Wenn die Flügel mal weggucken würden. Bam, Headshot. Boom, Buttshot. Na du, bist du eigentlich Männchen oder Weibchen? Kennst du das aus den Chatrooms früher? M oder W? Nee, M-O-W. Männlich oder weiblich? Ah, das war nicht da, wo ich treffen wollte. Ich mach erstmal den da bereite, damit der vielleicht den ich angreife, wenn er schläft. Wobei, die meisten Tiere sind ja nicht mehr aggressiv, wenn das Gegenstück schläft. Haben wir vielleicht irgendwo Feinde in der Nähe? Wyverns oder so? Die immer noch drauf wütend sind, dass ich ihr Ungeborenes geklaut habe. Sieht nicht so aus. Könntest du mal bitte nicht wahrscheinlich den Kopf einziehen? Hallo? Geht doch! Nicht weglaufen! Stopp, 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 stopp! Du wirst mir gehören! Er nimmt Anlauf, okay, das darf er. Nein, 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 renn jetzt bloß nicht runter, ich krieg dich dann nie wieder raus. Und es da geht. Du Vollidiot! Na warte. Ist nicht so, als hätte ich schon aufgegeben. Nicht mal so ein bisschen.
Oh Gott, den kann ich eigentlich aufgeben. Könntest du mal bitte aufhören, meinen Darts auszuweichen? Und das. Nicht euer Ernst. Nein, ich will nicht von dir getämmt werden. Lieber tränke ich mich. Ah, blub, 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 blub. 112er RIP. Tja. Ach Mann, oh, der war 112. Ich wollte ihn doch nur haben. Jetzt ist Fred Selbstmord begangen. Ich hasse dich. Bring dich um. Ach, hast du ja schon. Ja, Und sonst? Wenn wir wenigstens hier wieder so ein bisschen Ersatz finden würden. Oder wenigstens das Gesuchte finden würden. Nein. 100 Silver Racks, sowas finden wir so schnell nicht wieder. Dabei wollte ich auch ein bisschen was für den Genpool machen, dass unsere Tiere nicht alle nur so Inzuchtviecher werden. Ja, wir kriegen dafür einen Level 8er Racks. Na toll. Ach Mann. Das ist so ungerecht. Ich wollte ihn haben. Ich wollte ihn wirklich haben. Der war Level 112 und der rennt einfach ins Meer. Können die Entwickler einfach so ein Ding einbauen, so ein Selbstschutzmechanismus, dass die Tiere sich nicht einfach selbst umbringen können? Bitte, das wäre super. Offenbar ist das Wunschdenken. Wenn das Tier flieht, dann erkennt es keine Höhen. Dann rennt es einfach. Mal in den Abgrund, mal ins Meer, mal gegen die Wand. Wenn es doch mehrmals nur gegen die Wand rennen würde. Oh, du bist Level 20, das ist ein bisschen niedrig. Der hat auch gleich auch den Glow? Den coolen Schein? Nein. Warte, ich habe ein Level nicht gesehen. 88, ne, das ist mir zu niedrig. Wir haben schon Avis, also Minimum 100. Na, sagen wir mal Minimum 96. Sagen wir mal Minimum 90, alles da drunter ist zu gering. Du hast den, Glow. Level 56, ja, doch, ich weiß nicht. 96 ist so, 56 ist okay für Legendary, wir haben schon schlechtere gefunden. Aber es ist einfach nur 56, ne? Und da 3, 2, 1. Guten Abend. Gute Nacht. La 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 la. Da. Das hab ich gesucht. So. Der Vorteil ist, der ist tatsächlich auf einer Höhe. Dass da Wölfe nicht drankommen. Das ist super. Ah, so viele brauchst du nicht, glaub mir. Remote Usa Itam. Nom 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 nom. Getamed. Geht doch. Stopp, nicht folgen. Bleib genau da. Da geht es dir gerade am besten. Du da! Level 8. Männlich. Wir brauchen Weibchen für die Kibbelfarm. Kannst du dem Weibchen eigentlich einen Mate-Bonus geben? Und wenn ich mal so überlege, eigentlich könnte ich von deiner Art ein paar gebrauchen für die Kibbelfarm. Sowas da zum Beispiel. Wir brauchen erstmal ein Lockmittel. So, Lockmittel ist da. Jetzt müssen wir nur warten, bis der erste anbeißt. Und da kommt auch schon der erste. Da kommt auch schon der erste. Und Peng! Er hat den Braten nicht gerochen. Geh weg. Geh weg. Geh weg! Du da? Wenn du jetzt da abstürzt, um zu schlafen, wäre das sehr, sehr uncool. Warte, ich tu mal kurz was für dich. Erstmal wieder ein bisschen Köder machen. So. Hallo? Hallo? Da ist dein Essen. Der kann zurück, glaubt mir. So, kommen wir zu dir, mein Schatz. Du bist nicht mein Schatz, du bist ein Männchen. Männchen können kein Schatz sein. Nicht für mich. Ich bin nämlich hetero. Wer bist du denn? Einfach mal ausprobieren. Bäm. Und da hat er gefressen und schon ist er.
Du bist der nächste Quitter. Wir brauchen ein Weibchen. Haben wir ein Weibchen? Ich weiß, wir haben einen Avis, aber ich weiß nicht, welches Geschlecht der hat. So, ich glaube... ich möchte ein Weibchen haben, damit ich hier testen kann, ob der Mate Boost geben kann. So. Oh, es wird Nacht, das heißt, wir können Legendaries finden. Ich möchte gerne, dass du dich hier hinten hinsetzt und einfach den Rest des Tages einfach gar nichts machst. Kannst du das? Danke. Das ist perfekt, er hört aufs Wort. Ich mag diesen Vogel. Er ist fast wie ein Vogel für mich. Soll ich ihn beim erstmal wegbringen? Ich weiß gerade gar nicht. Du da! Nope! Du da! Hallo! Ich wusste, ich habe was gesehen. Du bist ein Weibchen. Können Legendaries Eier legen? Ich bin versucht, es auszuprobieren. Und dafür müssen wir halt Opfer bringen. Und er schläft. Perfekt. Jetzt müssen wir halt Glück haben, dass hier einfach nichts ist, außer uns. Ich weiß, dass wir kein Glück haben werden. Wir haben nie Glück. Also nie so ein Glück. Irgendwas ist immer. Guck, Kampfmusik. Kampfmusik weg. Ah. Vielleicht kommt gleich ein Todeswurm, während wir hier so sind. Das wäre doch lustig, oder etwa nicht? Das wäre richtig, richtig lustig. Und wir haben auf jeden Fall schon mal einen Mate Boost. Jetzt würde ich ganz gerne mit denen in den Wald fliegen. Um halt mal zu testen. Ob... Kann ich dran? Ob die dem, was wir haben, einen Mate Boost geben können. Sonst muss ich noch irgendwie auf den Sattel kommen. Ohne mich beim Fliegen selbst zu blockieren. Ja. Ja. Weil wenn die nämlich zu nah am Piloten sind, dann kann es nämlich sein, dass die blockieren. Ah. Ja, seht ihr das? Die blockieren. Aber es geht noch. Ich komme auf jeden Fall weg. Ja, wir sehen uns gleich beim Wald wieder. Ich würde ganz gerne wirklich ausprobieren, ob das funktioniert. Ich muss halt nur mal irgendwie so hinstellen, dass der mich nicht blockieren kann. Das geht nämlich irgendwie gar nicht. So, ich bin jetzt zum Redwood Biome Forest, was weiß ich, geschlichen und ah, da unten ist der. Guck mal. Kriegt der? Adrian? Kriegt der? Er kriegt keinen Mate Boost. Das ist wichtig. Okay. Das ist gut zu wissen. Und es ist ein Männchen. Das weiß ich nämlich noch, weil ich habe nämlich, als ich den Namen gesehen habe, der Adrian, mich daran erinnert, dass Adrian ein Frauennamen ist, aber Adrian auch gleichzeitig ein Männernamen ist. Und da wurde ich auch in den Kommentaren darauf hingewiesen, wegen Adrian Monk. Und eben meine Idee wegen Adrian als Frauenname, weil bei Rocky, das war Rocky, ne? Genau. Bei Rocky war nämlich die Frau von Rocky oder die Freundin von Rocky, die hieß Adrian. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade nur irgendwie Adrian als Frauennamen im Kopf gehabt. Aber man kann ihn tatsächlich für beides verwenden. Und ja. Darum weiß ich, das ist ein Männchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich sogar zwei Weibchen. Aber ich habe mit den beiden was anderes noch vor, was ich ganz gerne ausprobieren würde. Und zwar werden die gleich ein bisschen Liebe machen. Boah, endlich angekommen. Hat noch ein bisschen was gedauert, weil ich konnte echt nicht schnell fliegen. So, du da. Folgst bitte mir. Und ich werde beim der Gelegenheit auch direkt mal ausprobieren, ob wir die verwenden können für die Kibbelfarm. Weil, naja, wir haben keinen anderen Avis im Moment. Und das ist halt so eine Sache, die macht mich gerade ein bisschen neugierig, ob die Eier legen können, die vielleicht mehr können als nur, naja, ob sie halt Eier legen können. Ich habe ein Problem und zwar genau das. Perfekt. Dann muss schon wieder dann. Gut. Ihr beide solltet noch auf Group Bristles achten. Dann kommst du mal her. Landen wieder. Ja. Möchtest du das deiner Frau, deiner zukünftigen als Geschenk machen? Ist nicht sehr nett von dir. Aber das weißt du selbst, nicht wahr? So. Das Gewehr muss erstmal weg. Das Gewehr muss komplett weg. Wow. Guys, ihr seht irgendwie beeindruckend aus. Jemand hat mich mal gefragt, wie macht man Screenshots mit F12, mit der Taste F12.
Dann hat er gesagt, bei ihm wird einfach nur der Monitor heller, wenn er F12 drückt. Ja, dann solltest du vielleicht mal gucken, ob du nicht vielleicht irgendwo eine Einstellung falsch hast. Ganz ehrlich. Ich fand das witzig, das ist halt, das ist ein Monitor verhellert. Heller macht vermutlich irgendwie eine FN-Funktion vom Laptop oder sowas. Auf jeden Fall doof. So, so. Enable Wendering, Enable Wendering und there is no love in the air today. There is absolutely nothing. No love between this two. Ja, keine Liebe hier, also. Okay. Die beiden, die lieben sich nicht. Das ist sehr schade. Es gibt keine Liebe zwischen zwei Legendary Arvisen. Dann, keine Ahnung, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so der Plan gewesen. Change, ignore. Change, ignore. Ich werde sie erstmal hier lassen. Ich check mal kurz die Egg and Poop Collectoren nach Arvis-Eiern. Sieht nicht so aus, als wäre eins drin, ne? Die sind ja blau-weiß. Das hier ist ein Parasaur-Egg. Wir haben nicht mal ein Dodo hier und schon über 100 Dodo-Eier. Ich möchte mal darauf hinweisen, ich wollte mich korrigieren, wir haben schon 200 Dodo-Eier. Du Scheiße. Wir haben Fertilized. Ja genau, das ist ja noch von dem. Egal. Bronto-Eier haben wir schon. Sehr gut, ja, bei ihr drei. Sind das überhaupt von euch Tier-Eier? Ich weiß es gar nicht. Hier? Wir hatten bisher noch keinen Avis hier. Also selbst wenn einer vorbeigeflogen sein sollte. Oh Gott. Wir brauchen nicht mal Dodos hier in der Farm, weil wir einfach die Dodos von den rumlaufenden Wilden einsammeln. Ja, okay. Das waren eigentlich soweit alle. Ja, und der zwei Stück habe ich hier stehen, ne? Nicht drei oder so? Ne, nur zwei. Ja, also wir werden auf jeden Fall sehen in ein paar Tagen, ob der die sammelt, ob die überhaupt welche Eier, ob die beiden überhaupt Eier machen können. Ich meine, die haben eher nicht. Ne, guck mal, die haben den Oviraptoren-Buff und die nicht. Die brauchen auch noch einen Oviraptor, ne? Haben wir noch einen freien Oviraptor? Female. Male. Female, da muss das Weibchen weggetragen werden, okay. Ja, du warst das Weibchen, ne? Hast du schon irgendwas? Nein, okay. Ich wette, die werden einfach gleich ihren Buff verlieren. Aber Oviraptoren-Eier sind jetzt eigentlich nicht so wichtig, ne? Oder, die beiden da hinten, die müssten eigentlich sogar noch den Oviraptoren-Buff haben. Guck mal hier hin. Du bist ein Weibchen. Okay, du bist erstmal das wichtige Tierchen hier. Komm her. Komm hier hin. Bleib. Nein. Ach ja, genau. Die haben ja alle, kein Gruppen-Following. Habe ich Steine oben? Genug, um den da oben festzunageln. Ich hab doch immer irgendwas hier in der Nähe. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Einfach, um die Viecher da festzuhalten, dass sie nicht weglaufen können. So. So, das ist alles, was du tragen kannst. Und Enable Rendering. So weit geht der. Okay, der Buff geht los. Der trifft die Stegos. Und, den letzten Bronto, den trifft er nicht. Okay. Bist du das Männchen oder das Weibchen? Du bist das Männchen. Okay, du bist mir egal. Ganz ehrlich. Die Weibchen sind wichtig. Die Männchen, scheiß auf die Männchen. Die können eh keine Eier legen. Ihr habt auch keinen Oviraptor. Wir brauchen dringend mal ein paar Oviraptoren. Eins. Zwei. Ihr habt, ne? Ihr habt den Oviraptoren-Buff. Okay, die haben den Oviraptoren-Buff. Aus irgendeinem Grund braucht er irgendwie ein bisschen, um sich anzuzeigen. Ja, Tatsache, hier fehlt ein Ovi. Ja doch, Ovi. Ovi ist richtig. Ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, holen wir uns einfach noch einen, oder? Er frisst Giganoto-Eier.
Damit sind wir auf jeden Fall bestens ausgerüstet. Einer reicht, voll und ganz. Ich zoome mal kurz einen und dann tamen wir den einfach schnell, ne? Wow, Leute. Ich glaube, ich habe es schon länger nicht mehr geschafft, so zu verkacken wie heute. Ich habe den Oviraptor gefunden und getamed. Und noch einen gefunden, der hier war, nachdem ich irgendwie 20 Minuten nach dem Oviraptor gesucht habe. Den auch getamed. Und dabei gequatscht und nicht gemerkt, dass ich nicht auf Aufnahmen geklickt habe. Schande über mein Haupt. Ja, und dabei hat eine wunderbare Geschichte erzählt. Und ich weiß nicht, ob ich sie nochmal so wunderbar zusammenbekomme. Also, der Oviraptor. Ja, wir haben ihn betäubt. Vollgepackt mit Steinen. Wir haben ihn sogar beleidigt und hier hingestellt. Neben Schokolade, Kiki und Lina. Und dieser arme, einsame Oviraptor sein ganzes Leben lang damit fristen, dass ihm 1100 Steine auf die Knie lasten und sein einziges Leben dafür da sein wird, diese Tiere hier und die Rexe glücklich zu machen, dass sie ein bisschen produktiver werden. Dann bin ich zum nächsten gegangen, habe den auch betäubt und dahingestellt. Diesen kleinen Schnuckel hier, ich hasse dich übrigens, weil du nicht da warst, als ich dich brauchte, hat 1060 Steine auf die Knie belastet bekommen. Und, oh Mann, ich ärgere mich, dass ich das nicht mehr aufgenommen habe. Oh Mann, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht mal warum, ich vergessen habe, einfach auf die blöde Aufnahmetaste zu drücken. Jedenfalls haben wir noch mindestens 3 Minuten Zeit, um noch irgendwas zu machen. Irgendwas Tolles. Okay. ich reg mich hier voll auf diesen scheiß Oviraptor und oben fliegt ein 116er davon rum. Okay, Moment. Den holen wir uns aber sowas von. Naja, er ist dafür heute nur ein Nebendarsteller, okay? Dieser fucking 116er. Jetzt ging daneben. Bäm, und war es das noch nicht für den? Das waren 50.000 Torpor, du Sack. Knick zusammen. Du musstest schlafen. Sagte ich doch, du müsstest schlafen. Und ist er der nächste Kandidat, der einfach ins Wasser fällt? Nein. Boah. Nach dem Rex vorhin habe ich ein bisschen Paranoia, dass sowas wieder passieren könnte. Oh Mann. Oh Mann, ich habe die Geschichte erzählt von den bösen Wolf und den 7 Geißlein, die gefressen worden sind und wo Mama Ziege anschließend einfach mal den armen Wolf aufgeschlitzt hat. Und ich mir das als Kind an einer Zeichentrick-Serienfilm-Videokassette angucken musste, wie der böse Wolf die 6 von 7 Geißlein einfach mal zu Wollknollen geformt hat, dann verschluckt hat im Ganzen. Das sah sehr seltsam aus. Und, ja. Boah, das ist Level 116. Wahnsinn. Und dann Mama Ziege dann einfach mal. Wow, und das ist total lila. Krass, ist einfach mal komplett lila. So richtig blau. Cool. Ja, ich muss umsatteln, ne? Ich muss umsatteln. Wir haben einen gefunden, der besser ist als das, was wir haben. Das heißt, genau, folgt mir schon mal. Wir müssen tatsächlich umsatteln. Ich muss für den ein bisschen Level holen und Kisten und. Wow. Naja, jedenfalls, der Wolf hatte ja in der Geschichte Kreide gegessen, um seine Stimme höher klingen zu lassen. Um die Geißlein, also die Babyziegen oder die Jungtierziegen, hinters Licht zu führen und mit einem Trick, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, was er letztendlich auch geschafft hat und dann die Babys gefressen hat, außer eins, das konnte sich verstecken. Hat sich dann zum Nickerchen hingelegt. Ich stelle ihn erstmal hier ab, ich werde den später tanken und beladen und alles. Und Mama hat das mitbekommen und hat einfach den schlafenden Wolf aufgeschlitzt, die Babys aus dem Bauch rausgeholt.
Ja, genau. Das funktioniert so in der Zeichentrickwelt. Hat dann Wackersteine reingepackt und der arme, durstige Wolf, der sich anschließend was zu trinken gönnen wollte, zum Brunnen gegangen ist, wurde einfach reingestoßen. Und die Ziegen haben einfach mal den armen Wolf, der vollgeladen war mit Steinen, in ihren Trinkwasser, in ihre Trinkwasserversorgung reingeschubst, wo er verwest ist und, naja, krieg ich dich noch einen Ticken weiter runter? Da oben, das steht hier irgendwie nicht so gut. Komm runter. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall einen Namen für ihn raussuchen. Immerhin ist das ja ein kleiner Gigant. Der ist ziemlich großartig vom Level her. Das gefällt mir echt, echt gut. Wow, 100. Wow, und der ist blau. Das Ding ist Wahnsinn. Das gefällt mir gerade richtig gut, ne? Ja. Leider ein Männchen. Ja, wobei, ist ja nicht so schlimm. Wir brauchen jetzt noch ein Weibchen für den. Warte mal. Mir kommt da gerade eine Idee. Der hat, boah, 3000 Stamina. Der wird, glaube ich, niemals müde. Und ich glaube, Valentin ist sogar gelevelt, ne? Auf Stamina? Nee, ich glaube nicht. Boah, fuck. Jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. Mir ist etwas nicht in den Sinn gekommen. Ich habe etwas vergessen, das ganz bestimmt ist. Und zwar habe ich nie nachgeguckt, was denn die Avis eigentlich für eine Fähigkeit haben. Die können Major Resource Wide. Hauptressourcen wiegen 50% weniger. Das ist richtig genial für so einen Transport-Avis, ne? Das ist echt gut. Das. Also es wiegt einfach weniger an den drinnen. Ich brauche Steine oder so. Irgendwas. Warte, hier ist nichts drin. Das ist aber großartig, dass das das Gewicht bei denen weniger wiegt. Ich meine, also Major-Ressourcen, ne? Nicht alle Ressourcen. Ah, ist ein bisschen viel. 171, das müsste dann bei denen 85 wiegen. Ich habe mich gerade total verzählt. Nee, passt schon. Und ja, 85. Das ist ziemlich cool. Ihr habt eine gute Fähigkeit, keine herausragende, weil ich habe gerade einen 116er Quetzer getämt. Aber schon eine sehr gute Fähigkeit. Was konnte eigentlich der... Was konnte eigentlich der Legendary nochmal, also... Quetzel, Legendary Quetzel, genau. Wow! Erschreckt mich doch nicht so. Ey, der zweite Schreck schon heute. Mann, ich hasse das Spiel. Ja. Schauen wir es uns einfach nochmal an, weil ich hab's vergessen. Ihr dürft übrigens den Oviraptoren auch Namen geben, aber sie müssen nicht gut sein. Can Craft Moss Fabricator Receipts? Nein, kannst du nicht. Leider. Warum hat der eigentlich die Fähigkeit bekommen, wenn er es eh nicht kann? Ja gut, ich würde sagen, aber ich beende die Folge an dieser Stelle. Weil es gibt nichts mehr zu tun. Wir haben echt mehr geschafft als erwartet. Und wieder ein Quetzel getamed. Ich meine, Quetzel. Ich glaube, Quetzel und Spinus sind so das, was am meisten nebenbei getamed wird, ne? Moment. Spinus aber auch nur, weil wir ständig. Ach komm schon! Ich wollte gerade die Dinger wegbringen. Jetzt packe ich die versehentlich in den blöden Vogel wieder rein oder was? Ich werde zweimal laufen. Und Valentin ist immer wieder so weit weg. Ja, Spinus wollen wir. Wir finden ständig einen 100er irgendwie unterwegs. Und Quetzel, weil wir ja immer auf der Suche waren nach High Level, ne? Das ist eigentlich schon alles ziemlich passend. was brauchen wir eigentlich noch so? Was wir schon länger nicht mehr getamed haben. Was ich eigentlich ganz gerne mal wieder hätte. Das sieht irgendwie cool aus, so die Gang, ne? Vor allem die Größenunterschiede die ganze Zeit. Kleiner Wolf, großer Wolf. Kleine Katze, große Katze. Ja, ist schon schön anzusehen. Wir müssen mal wieder die Caves machen, ne? Weil ich möchte wirklich ganz gerne bald mal Richtung Tech-Tier gehen. Und... Dafür muss ich eigentlich nichts anderes machen, als mir eine kleine Armee Megatiere züchten. Rexe oder so. Ja, Rexe. Und dann müssen wir ganz, ganz oft die kleine Spinne, also die leichte Spinne farmen. Was kriege ich eigentlich wieder raus? Ich bleibe hier drin, ich mache jetzt eh aus. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Warte, das musst du machen. Ciao!